Der spirituelle Name Dasharatha. Dasharatha ist ein Name für Aspiranten mit Rama-Mantra. Dasharatha bedeutet wörtlich der, der 10 Wagen hat. Dasha heißt 10, Ratha heißt Wagen. Dasharatha, der, der 10 Wagen hat. Dasharatha ist der Name des Vaters von Rama. Dasharatha war ein großer Held, er war auch ein Weiser, wird manchmal sogar als Rishi bezeichnet, weil er großartige Dinge gemacht hat. Er gilt auch zum Beispiel als der Rishi des Saturn-Mantras, des Shani-Stotra. Dasharatha hatte auch schwierige Zeit und ist ein etwas tragisches Leben. Trotzdem, Dasharatha gilt als ein rechtschaffener König, als ein König, der sich bemüht hat, das Richtige zu tun, der vieles erreicht hatte im Leben, der vielleicht zum Schluss etwas überreagiert hat, als er Rama verloren hat. Aber auch darin steckt eine bestimmte Lektion. Spirituelle Aspiranten haben vieles auf ihrem Weg zu lernen und nicht immer lernen sie alles beim ersten Mal richtig. Dasha heißt natürlich 10, Ratha Wagen. Die 10 Wagen beziehen sich auch auf die 10 Sinne. 5 Wahrnehmungsorgane, 5 Handlungsorgane. Und das sind so die Wagen, die dich in verschiedene Richtungen ziehen. Aber du willst eben derjenige sein, der diese Wagen beherrscht, nicht derjenige, der von diesen Wagen beherrscht wird. Du hast die 10 Sinne, aber du bist nicht ihr Sklave. Die 10 Sinne sind wie Wagen, die du besteigen kannst und die dich in bestimmte Richtungen führen können. Aber du bist derjenige, der die Wagen betritt. Du bist nicht der Sklave der Wagen. Und so willst du diese Wagen geschickt lenken.